Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Retro-Gaming-Sendung. Die folgende Aufzeichnung wurde im Rahmen eines Livestreams angefertigt. Im Rahmen dieses Livestreams wurde die Plattform Unstream Arcade auf Herz und Nieren geprüft. In der Infobox verlinke ich euch den entsprechenden Livestream, dass ihr da nochmal reinschauen könnt. Und in der Videobeschreibung findet ihr einen direkten Link zur Plattform Unstream. Und ich bedanke mich bereits jetzt für sämtliche Daumen in nördlicher Richtung, Abos und Glöckchen klingeln. Wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Hat hier noch, kenne ich selber auch nicht. X zum Springen, Z zum Schießen. Mal gucken. Und dann können wir ja noch Super Mario Bros. Und Gianna Sisters noch gucken. Das passt ja gut dazu. 1986. Hui! Und die Klamotten verloren. Überall gibt's Liebe in dem Spiel. Hole! Taffes Mädel, aber wieder so ein toller Sound, ja. Love is all you need, jawohl. Love is all around. Oh, sie bekommt wieder was anzuziehen. Ein Kleidchen, ein grünes. Und ein Helm. Ich hab Ohrwurm heute Nacht. Irgendjemand muss ich nachts um 3 anrufen und das vorsummen. Okay, offensichtlich nimmt das hier kein Ende mit den Gegnern. Ah! Ey! Oh, Herzchen. Erstmal Headbang. Es geht immer wieder von da los. Okay. Harzer wollte es, wir haben es geschaut. Gut. Electronics Corp. SNK 1986. Jetzt ist mir gerade noch was anderes eingefallen. Wenn man sowas spielt, was ist denn der absolute Klassiker? Telefon ist an. Sehr schön, Totti. Meins auch. Genau. Wenn ihr schon mal dabei seid, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr schon mal auf YouTube unterwegs seid. Und wenn nicht, macht euch schleunigst drüber. Pac-Man, ja, aber noch was anderes. Wenn es um Jump and Run geht, Pac-Man ist ja kein Jump and Run. Machen wir gleich auch, aber. Warum haben die keinen Donkey Kong? Sind die verrückt? Ja, das sind dann so die absoluten Dinger. Warum fehlen die? Warum fehlt Donkey Kong? Ja, die Jungfrau in Nöten retten vor dem wilden Affen. Das ist ja der absolute Klassiker. Na, wahrscheinlich Lizenzgründe. Ja, dann Pac-Man merken wir uns. Merkt's euch mal mit. Dann Mario. Gibt's nicht. Genauso wenig wie Diana Sisters.
Aber Dizzy gibt's. Das ist ja auch so ein Jump and Run Ding. Hat mir aber nie richtig gut gefallen. Was denn? Ich krieg vom Totti eine Lizenz, dass ich ihn um 3 Uhr morgens anrufe und das Lied vorsumme. Vielen Dank. So reime ich mir das jetzt einfach mal zusammen. Ja, ansonsten, wenn ich noch jemand da noch eine Idee hat, wonach wir noch suchen können, sind wir mit Jump and Run relativ schnell am Ende. Das war ehrlich gesagt auch nie mein Ding und ich bin froh, wenn es vorbei ist. Aber ich habe mir sagen lassen, der Harz hat sich noch Puff gewünscht. Komm, gucken wir mal bei Puff rein. Kenne ich auch nicht. Aber Harzer wollte es so. Formel 1? Rennspiele? Okay, machen wir danach Rennspiele. Pick up, jump, fire. Keine Ahnung. Ach, liebe Zeit. Dann wird auch noch nachgeladen. Einen Ausweis von mir. Fairyland Story. Lass mich doch in Ruhe hier mit. Fairyland Story gibt's als Arcade-Version. Gut, da sind wir, glaube ich, noch bei Jump and Run, ne? Dann machen wir das mal. Bevor wir dann das Genre wechseln. Magical turn your enemies into Gaian fairy cakes. Also mit Magie aus den Gegnern große Kuchen machen. Okay, von Taito aus dem Jahr 1985. Doch. Jetzt ist soweit, anscheinend. So, Z schießen. Was mit X? Springen. Z schießen, X springen. Wir gucken uns das jetzt an. 1985 Taito Corporation. Oh. Wenn tatsächlich zu Kuchen. Aber nur kurz. Okay, das wusste ich nicht. Ja, ist knuffig. So, man kann den Kuchen da auch noch kaputt machen. Warum kann er denn durch die Decke springen? Verdammt. Ein Mädchenspiel. Ja, so schlimm ist auch nicht. Na. Nee. Vor allen Dingen bei dem Spiel, ne? Gut, also haben wir uns noch einen Jump and Run reingezogen. So, jetzt müssen wir aber erstmal. Totti hat Rennspiele geschrieben, aber. Grafik. Genau, mal gucken, was wir dafür. Ja, genau. Die bessere Gra. Ja, gut, das stimmt wohl. HD quasi. Und man muss sich nur bewegen. Man muss gar keine anderen Knöpfe sich merken. Das ist genau das Richtige für den alten Mann im Monitor. Genau, HD. Halt dich fest. Ja, es ist Frogger. Das Remake. Das Remake von 1990. Ja. So, lass mal sehen. Das ist Frogger. Lieben Gruß an Tolian, wenn er zuschaut. Ich glaube, selbst da habe ich noch Übungen, Jahrzehnte her. Ja.
Naja, okay. Dass mal eine Kröte überfahren wird, ist ja normal. Ups. Auf den Grünen da drüben kannst du nicht irgendwie laufen, nee. Geht, glaube ich, nicht, oder? Ach, verdammt. Also, nee, kannst du nicht. Die linken Dinger zu erwischen ist am schwersten, aber ich hätte es gerade, ich habe nur nicht aufgepasst. Du musst halt da überall einen reinsetzen, sozusagen. Dann. Ah! Das probiere ich nochmal. Da habe ich jetzt Ehrgeiz. Das ist wirklich Timing. Gleich mit dem Schwersten angefangen. Jaws war's. Ach Mensch! Vor allen Dingen, wenn du einen verlierst, kannst du es nicht mehr ganz schaffen. Also das ist wirklich hammerhart, ne? Eine Kröte tot, kannst du nicht mal alle Plätze besetzen. Siehst du? Daneben geht nicht. Okay, mein vor 2 Minuten gewonnener Ehrgeiz hat sich gerade verflüchtigt. Wirklich mal präzise sein. Die Pixelspiele haben manchmal auch nicht einen Pixel für Fehler erlaubt. Ach so, ich krieg neue Kröten, solange ich ankomme. Das wusste ich gar nicht mehr. Das ist wahrscheinlich jetzt hier, weil das die Advanced Edition ist. Ich noch Trott oder Trotz, Tross, wie das Spiel hieß. Aber wir gucken gleich Haben die doch mal. verfilmt. Tron. Welch? Ja, mit dem Motorrad. Tron. Tross, ja. Ja, das passt doch gut zu Night Dragoons Wunsch, in Science-Fiction-Bereich zu gehen. Und das habe ich tatsächlich früher auch gerne und auch sehr gut gespielt. So, wir haben Frogger gewonnen. Ich dachte, das war nur der Film. Und dann kamen Spiele dafür. Oh, cool. Nee, das Spiel Nee, kam nee, vor dem nee. Film. Ja, Ach genau. so, Der wusste ich auch. Film ist eine Spieleverfilmung, ist tatsächlich eine Retro-Spieleverfilmung sogar. Ach, das ist ja cool. Wusste ich auch nicht bis jetzt. Ich dachte, das ist umgekehrt. Ja, in Wirklichkeit. Also der neue ist auf jeden Fall nachgemacht und hat mit Spielen und den alten Zeiten zu tun, aber es gab ja natürlich auch noch eine alte Version von Tron. Ja. Da streiten sich die Geister. Ja, die alte Version ist dann meistens. Ist meistens so, dass die am besten ist. Ja. Irgendwo. Ja. Also die ursprüngliche Version sind einfach nur Striche dieses Steuers, ja. Aber das ist halt das Spielprinzip aufs Minimum reduziert. Das macht einfach Laune. Ich meine, Ja. du hast deinen Spaß, spielst zusammen, haust dich danach gegenseitig auf die Fresse, so wie das sein soll. Ja, also das hat so richtig Spaß gemacht. So. Ego-Shooter RPG, Tron 2.0. Snake. Ja, Snake, tatsächlich. Snake ist angelehnt an Tron. So? Aber da gab es ja auch noch gar keine Handys damals, als der Film und Ich das wollte Spiel gerade sagen, rauskam. Computer alte Nokia-Spiel. Genau, damals, Boah, ja, haben genau, ist eigentlich Tron. früher Richtig. auf dem Schulhof hoch und runter gespielt. Also ich Ja. nicht, aber die Kumpels. Aber Ich hatte keins. das ist tatsächlich Tron. Den Ja, haben wir nur das mit der heißt. Auf, den haben wir nur mit der Auflage bekommen, dass wir uns den teilen, aber er verschwand dann im Zimmer meines Bruders. Da warte ich heute übrigens noch, lieber Bruder, wenn du das mal irgendwann hören solltest. Ich habe dir mal 20 Leerdisketten gegeben. Da wolltest du mir zwei bestimmte, da wolltest du mir ein paar bestimmte Spiele drauf kopieren. Da warte ich heute noch drauf. Vielen Dank, dass du es mir irgendwann noch lieferst. Hoffnung Von stirbt Jason. zuletzt. Ja, so komm, jetzt gucken wir mal bei Earthworm Jim rein. Oh weia, da muss ich ja, oh wei, zu viele Tasten hatte. Fire Accelerate, Whip Shield, Jump Helikopter. Dir ist klar, ich drücke jetzt einfach nur die drei Tasten irgendwie und bewege mich, ne? So. Earthworm Jim. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich habe schon davon gehört, aber ich habe es nie gespielt. Obwohl, da läuft noch was automatisch. Das gucken wir uns mal zuerst an. Auch keine schlechte Musik, ne? Auf den Konsolen, auf dem Speichermodul, da war ja ohnehin ein bisschen mehr Platz und die haben es auch schon mit Synthesizer-Musik ganz gut drauf gehabt, finde ich. Ich glaube, dass wir uns das Demo angucken, ist besser, als wenn ich selber spiele.
cool, Andy. Funktioniert er noch? Okay, jetzt spiele ich aber wirklich selber. Andy, funktioniert der Rechner noch? Wobei, jetzt baut er sich erstmal auf, muskulös. So wie ich vor jedem Livestream. Du verpixelt, ey. So, darf ich jetzt spielen? Ich habe alle Knöpfe gedrückt. New Junk City. Neue Schrottstadt. Also wenn einer mal ganz grob Langeweile hat, der soll sich das Bild holen, neben das Foto und die ganzen Pixel zählen. Ja, 640 mal 980, kannst du einen Taschenrechner eingeben. Nein, Quatsch. Ich weiß nicht, welche Auflösung. Ich glaube, es ist, glaube ich, 640 mal 320 oder so. Kannst du ausrechnen. Die Animationen sind auch cool. Das ist cool. Da hat er ihn gerade den Schritt gebissen. Und das hast du viel gespielt, Harzer? Nur eben hat das gespielt. Hab ich verstanden. Wie kann ich denn die Kuh melden? Ich hab den Ton des Gott ausgemacht, weil ich ein Musiksound spiele. Achso, nee, okay, alles klar. Alles gut. Kann ich irgendwie die. Ich wollte nur mal wissen, hast du es nur gerade eben gespielt oder hast du das früher viel gespielt? Nee, den zweiten Teil vom Super Nintendo hatte ich mal gespielt. Mal eine Zeit lang, mal kurz, ein paar Levels. Den ersten Teil noch nicht. Also die Kuh, ich glaube, die musste aufnehmen. Oder. Ah ja, jetzt hast du es weggeschmissen. Ich wollte es ja eigentlich melken. Im zweiten Teil konntest du auch Schweine rumtragen und so. Du musst es auch als Gewicht nutzen oder so. Aber das ist ein cooles Jump'n'Run. Also, kann mir jetzt mal gar nichts sagen. Ja. Ja. Muss ja auch mal die Zeit und die Möglichkeiten betrachten. Was ich mir da immer sehr genau angucke, sind die Animationsabläufe und die sind echt smooth. Also, gefällt mir gut. Ja. Wie bei Prince of Persia, wenn du dich so hochgezogen hast, ist das auch gut aus. Na, damals. Können wir auch vielleicht mal gucken, ob es das gibt. Später mal. Ich kann ja auch mal nebenbei gucken. Wir müssen aber noch, bevor der Nighthawk ins Bett geht, noch zu den Space Games kommen. Das habe ich versprochen. Da, wenn ich den wegballere, da fliegt der Rabe auseinander. Das gefällt dem Dachs. Weg da, geh mir vom Sack. Denkt ihr ja, am Hintern, als man sagt nicht. Mann! Im zweiten Teil hast du am Ende des Levels ein Haus, da. Wenn du da die Treppe hochgehst, kommt dann eine Oma mit dem Treppenlift entgegen. Du musst auch ausweichen. Das ist wirklich mit dem Turm. So lustig. War da eben der Wilhelm Scream eingebaut? Ich weiß nicht, was du meinst, Andy. Kann durchaus sein. Ich habe das Spiel jetzt leise. Mir fiel allerdings, na gut, du hast viele Soundeffekte, ist genau wie der spezielle Schrei in Filmen. Oder das immer dasselbe Explosionsgeräusch. Wenn man es weiß, dann hört man drauf. Aber mir fällt, ich habe gerade, aber nachdem der Harzer das gesagt hat, habe ich jetzt nicht den Earthworm Jim, sondern den Ohrwurm Jim. Weil der Harzer was von der Oma erzählt hat.
die einen am Ende angreift, mehr oder weniger, da fällt mir eine alte bayerische Volksweise ein. Wer weiß, wovon ich rede? Keiner? Okay, ich sing's nicht. Ich sing's euch vor. Mal kurz den Spielesound aus. Freut euch des Lebens. Oma wird mit der Sense rasiert. So, jetzt spielen wir weiter. Das kenne ich auch nicht. Doch, ich will. Night Dragon, ich will. Ich will, ich will. Wie komme ich denn hier runter? Ah, da. Zur Not alles wegballern. Das funktionierte damals wie heute. Yippie! Oh was, da kommt die Decke runter? Nein. Keine Ahnung, wie ich hier noch weiterkomme. Ich weiß ja, sagen wir, ersten Teil auch noch nicht gezockt. Nur einen zweiten. Okay, tot. Aber nicht schlecht. Da gab es damals auch einen Trickfilm davon. Ich meine, also Earthworm Jim kommt mir auf jeden Fall mehr als nur bekannt vor. So, hat man noch irgendwas vor den Space Games? Was mit dir, Totti? Hast du noch was? Harzer?